Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Am Mikrofon sind natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Wir freuen uns auf ein Riesenspiel. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Schauen wir noch auf die andere Seite. Könnte ein offensives Spiel werden, Buschi. Ja, das stimmt, Wolf. Zumindest deuten das beide Formationen an. Sie spielen ebenfalls im 4-5-1. Das soll offensiv ausgerichtet sein. Man darf sich da nicht irritieren lassen, weil da nur ein nomineller Stürmer dabei ist. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Litka. Pass auf außen. Da haben sie jetzt Platz. Sieht gefährlich aus. Gute Aktion. Was macht er draus? Und er pfeift abseits. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Ah, er kann klären. Jetzt können sie einwerfen. Wird da eine Chance draus? Gefährlich! Ja, könnte was werden. Na, jetzt müssen sie aufpassen. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Schauerte. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Kann er was draus machen? Schauerte. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Da verlieren sie den Ball. Sie kommen jetzt über außen. Klasse Pass! Macht er gut. Kevin Pires Rodriguez. Jetzt ist es gefährlich. Sieht gefährlich aus. Litka. Ja, sie lassen den Ball laufen, suchen so ein wenig die Lücke. Das ist natürlich klasse. Das könnte vielleicht was werden. Kevin Pires Rodriguez. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Erstmal geklärt. Sie haben Platz.
Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Hereingabe kommt lang. Der Torwart spitzelt den Ball über die Latte. Ecke kommt in die Mitte. Ja, sie können erstmal klären. Gute Aktion. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Was macht er draus? Hereingabe in die Mitte. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Gefährlich. Ja, könnte was werden. Da können sie klären. Die Ecke kommt. Kopfball, aber nicht drin. Gut vom Torwart. Litka. Sie holen sich den Ball. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Kann er was draus machen? In den freien Raum. Klasse Pass. Ein guter Block hier. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. So langsam wird es gefährlich. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Jetzt ist er durch. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Litka. Kevin Pires Rodriguez. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Das könnte was werden. Gute Pässe jetzt. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Macht er gut. Schauerte. Sie erhalten den Einwurf. Litka. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Da können Sie erstmal klären. Was macht er draus? Schöner Pass. Gehalten und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Jetzt kommt die Ecke. Jetzt ist es gefährlich. Gute Aktion. Gefährlich. Gut gesehen, das war abseits. Der Ballverlust. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Und da verlieren sie den Ball. Da ist Platz auf dem Flügel.
Ja, könnte was werden. Hereingabe jetzt. Zu hoch, da kommen sie nicht dran. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Das war faul, da muss er Freistoß geben. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter, gibt 3 Minuten obendrauf. Und da ist der Ball wieder weg. Auf Außen ist Platz. Jetzt könnte er die Flanke reinschlagen. Kein Problem hier, Verteidiger hat aufgepasst. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Das waren lange 45 Minuten. Zähe 45 Minuten. Wenig Torchancen, wenig Spielfluss. Ja, das stimmt leider. Aber so gibt es auf jeden Fall genügend Möglichkeiten, um sich im zweiten Durchgang zu steigern. So, gehen wir rein in die zweite Spielhälfte. Es ist hier bislang wirklich alles ausgeglichen. Sieht gefährlich aus. Den spielt er gut und jetzt wird es gefährlich. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Und der Treffer hier vom Captain. Da übernimmt er die Verantwortung und ist selbst erfolgreich. So musst du als Kapitän auftreten. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Simon Schärder. Kevin Pérez-Rodríguez. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Gutes Tackling. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ballverlust. Kevin Pérez-Rodríguez. Ball läuft gut. Da war mehr drin, aber sie müssen dann auch zielstrebiger zum Tor spielen. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Er zieht ab. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Nun wird es Wechsel auf beiden Seiten geben. Die Ecke kommt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Hier jetzt nochmal die Wiederholung des Führungstreffers. Hat die Zeit, hat den Platz und mit viel Gefühl macht er das Tor. Ecke kommt ins Zentrum. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Macht er gut. Was für eine Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten. Und genau das tut er.
Hier nochmal dieser Treffer. Der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Kevin Pérez-Rodríguez. Gute Aktion. Ja, energischer Vorstoß. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Geht mit einem Wurf weiter. Jetzt gibt es also einen Wechsel. Genau, neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Ole Kittner, Pass auf den Flügel. Kevin Pérez-Rodríguez. Lukas Schnellbacher. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Kevin Pérez-Rodríguez. Sieht gefährlich aus. Die Gelegenheit für die Flanke. Simon Schärder. Sieht gefährlich aus, könnte der Anschlusstreffer werden. Lukas Schnellbacher. Er spielt den Pass auf den Flügel. So, Platz für die Flanke. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Da kommt der Pass. Klasse Pass. Gefährlich. Ganz energisch. Einwurf, der Ball war draußen. Gut aufgepasst vom Verteidiger. André Day. Sie machen das Tor. So, jetzt wird es deutlich. Sie lassen auch zunehmend die Schultern hängen. Oder musst du aufpassen, ansonsten wird es ein Debakel. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Sie bringen den hohen Ball. Kein Grund zur Aufregung. Es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Der Spielerwechsel jetzt bei Preußen Münster. Der Trainer erhofft sich natürlich, dass sich diese Umstellung jetzt positiv im Spiel bemerkbar macht. Philipp Hofmann. Brandenburger. Da ist die Hereingabe. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Da ist Platz auf dem Flügel. Macht er gut. Ist hier immer noch am Ball. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Tolles Zuspiel. Brillant gemacht.
Sie legen noch mal einen drauf. Ganz starker Auftritt von ihnen. Sie lassen einfach nicht nach. Hier noch mal dieser Treffer. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Die Mannschaft könnte gerade jetzt die Anfeuerung der Fans eigentlich gut gebrauchen. Aber darauf können sie heute wohl nicht mehr hoffen. Buschi? Nee, aber ganz ehrlich, Wolf, es ist zu Recht still. Keine Gesänge zu hören. Und das ist die Quittung für ihre Leistung. Schauerte. Kevin Pérez Rodríguez. Brandenburger. Was macht er draus? Gute Aktion. Jetzt wird's gefährlich. Ole Kittner. Kevin Pérez Rodríguez. Sieht gefährlich aus. So, 4 Minuten Nachspielzeit werden hier angezeigt. Ballverlust. Schauerte. Und das ist der Ballverlust. Vorbei, da kommt der Schlusspfiff. Ich dachte, Buschi, irgendwann schalten die mal einen Gang zurück, aber denkst du? Ja, Wolf, das war beeindruckend. Eine richtig, richtig starke Leistung. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.